begegne deinem Schöpfer. In dieser geführten Meditation begleite ich dich. Ich begleite dich zu einer einsamen Insel, im Irgendwo oder im Nirgendwo. Ja, heute wollen wir eine Reise unternehmen in diese ganz besondere Welt der Stille. In dieser Meditation wirst du deinem Schöpfer begegnen. Er wird dir deine Sorgen und Ängste und all deine Probleme abnehmen und dich vergewissern, dass er da ist für dich. Er wird dich wissen lassen, dass er deine Sorgen und deine Probleme mit dir teilt und dass er dir helfen wird, sie zu lösen. Bevor wir uns jedoch auf die Reise begeben, finde dir einen Ort, an dem du nicht gestört wirst und mach es dir bequem. Leg dich auf ein Bett oder deine Matte. Schließe sanft deine Augen. Finde dich ein. Und dann beginne ruhig und bewusst einige Male ganz tief ein und wieder auszuatmen. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Entspannung einatmen und Verspannung wieder ausatmen. Ja, lass los, liebe Seele. Es gibt jetzt nichts für dich zu tun. Erlaube deinem Körper jetzt vollkommen bewegungslos zu sein. Das Einzige, was deinen Körper jetzt noch bewegt, ist der gleichmäßige Fluss deines Atems. Du löst dich komplett von allem, was dich eben gerade noch beschäftigt hat. Und du wirst mit jedem Atemzug ein Stückchen mehr eins mit dir selber. Stell dir vor, dass du deinen inneren Radiosender auf Frieden eingestellt hast. Und alles um dich herum ist jetzt friedlich und voller Frieden. In deinem Inneren entsteht ein weiter Raum. Das ist dein eigenes sicheres Zuhause. Bei jedem Ausatmen entspannst du immer mehr in diesen wunderbaren inneren Raum. Versuch dir vorzustellen, dass du in ein Meer aus weicher Watte hineinsinkst, ganz weich und wohlig, ganz weich. Du lässt all die Anspannung des Tages mehr und mehr hinter dir. Jetzt lässt du alle Anspannung los. Die in dir und auch die um dich herum. Es geht jetzt nur um dich, also leg deine Maske ab. Im Moment bist du so sicher, wie es überhaupt auf Erden möglich ist. Du bist ganz tief in deinem Inneren angekommen und erst jetzt bereit, dich auf den Weg zu machen. Dein Herz ist ganz weit geöffnet. Ja, du bist bereit, dich von allem, was dich hindert, glücklich zu sein, zu lösen.
Geist ist ruhig, dein Körper ist ruhig. Dein Herz ist ganz weit geöffnet. Und jetzt bist du bereit, dich von allem, was dich hindert, glücklich zu sein, zu lösen. Versuche dir jetzt bitte das große Portal vorzustellen, das Lichtportal, durch welches du hindurchgehen musst, um in die geistige Welt einzutauchen. Du kannst hindurchschreiten oder schweben oder hüpfen oder fliegen, egal was du tust. Begib dich jetzt bitte auf die andere Seite. Da siehst du vor dir liegen ein flaschengrünes Meer und einen weißen Sandstrand. Stell dir vor, du sitzt auf einer der vielen weißen Sanddünen und du schaust auf das Meer herunter. Heute bist du zu diesem Ort gegangen, weil du auftanken willst, weil du deinem Alltag entkommen willst, weil du Ruhe brauchst, weil du Ruhe und Gelassenheit brauchst, um nachzudenken. Hier ist es ruhig und still und hier kannst du unbeschwert deinen Gedanken nachgehen und überlegen, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Du hast große Probleme, auf die du eine Antwort benötigst und hier und heute suchst du nach Lösungen und Antworten. Und hier und heute hast du vielleicht eine Frage an Vater Gott, eine Frage an unseren Schöpfer. Du fühlst dich müde und ausgelaucht, voller schwerer, belastender Gedanken. Und du fühlst dich so allein gelassen mit all deinen Problemen in dieser Welt. Hattest du nicht gehofft, dass Vater Gott dir beisteht? Hatte er nicht versprochen, dir beizustehen? Du sitzt auf deiner Düne, traurig, nachdenklich und enttäuscht. Du denkst darüber nach, dass er sein Versprechen nicht eingehalten hat. Du bist wütend und sehr traurig. In den schwersten Zeiten deines Lebens ist Vater Gott nicht bei dir. In den schwersten Zeiten erkennst du nur eine einzige Spur im Sand. Und diese Spur im Sand, das ist deine Spur. Sie ist deine eigene Spur. Aber wo ist die Spur Gottes? Hatte er nicht versprochen, immer bei dir zu sein? Und warum hatte er dich mit all deinen Problemen in der Krise, in der du gerade steckst, warum hatte er dich hier und jetzt allein gelassen? Gerade jetzt, wo du ihn am allermeisten brauchst. Da sitzt du nun auf der Düne und schaust traurig auf das Meer herunter. Und du fühlst dich alleingelassen und einsam. Und plötzlich meldet sich deine innere Stimme und du hörst jemanden sagen: Mein liebes Kind, ich liebe dich, ich werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Und dort, wo du nur eine Spur gesehen hast im Sand, da habe ich dich getragen. Es ist meine Spur, die du siehst. Ich habe dich getragen und fest, ganz fest im Arm gehalten. Ich werde dich nie verlassen. Ich bin immer bei dir. Ich bin dir nah. Ich kenne dich
und deine Welt. Glaub mir, ich kenne jeden deiner Schritte und ich weiß ganz genau, was du gerade jetzt durchmachst. Und glaub mir, ich bin an deiner Seite. Vertrau mir, alles, alles wird gut. Das Rauschen der Brandung und das Rauschen der Wellen, die ans Ufer schlagen, wirken beruhigend auf dich. Diese Worte sind Balsam, Balsam für dich und deine Seele. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Dein Herz öffnet sich mehr und mehr. Und dein Herz jubelt und es tanzt vor Freude. Und eine Welle nach der anderen rollt an den Strand. Und eine Energiewelle nach der anderen rollt entspannend und beruhigend über dich. Und plötzlich, ja, plötzlich fühlst du dich sicher. Du fühlst dich sicher und all deine schweren und belastenden Gedanken, die lösen sich auf. Und du atmest die Meeresluft ein, tief ein. Und dabei weitet sich dein Brustkorb noch ein bisschen mehr. Du sitzt auf deiner weißen Düne und schaust auf die weite, weite Landschaft und auf das Meer vor dir. Du atmest die salzige Meerluft ganz tief in dich ein. Und immer wieder füllst du deine Lungen mit der salzigen Luft, mit der gesunden Lebensenergie. Was hat er gesagt? Vertrau mir, alles wird gut. Und gerade in diesem Moment siehst du, wie die Sonne am Horizont untergeht. Sie ist riesengroß am Horizont zu sehen. Und wohin du auch schaust, alles um dich herum ist in ein warmes, in ein wundervolles Gelb-Orange getaucht. Ganz, ganz langsam geht die Sonne am Horizont über dem Meer unter. Ein riesiger orangefarbener Ballon geht am Horizont unter. Andachtsvoll und still siehst du diesem Schauspiel zu. Die Ruhe und dieser Frieden, der sich jetzt ganz sanft in dir ausbreitet, ist unglaublich. Diese Farben, diese Ruhe, dieser Frieden, unglaublich. Der rot-orangefarbene Sonnenball verschwindet ganz langsam am Horizont. Und alles, aber wirklich alles, ist in dies herrliche Orange getönt. Und tiefer Frieden liegt über allem. Ganz langsam geht der Glutball am Horizont unter und er sinkt tiefer und tiefer, tiefer und tiefer und ganz langsam verschwindet er am Horizont. Und jetzt siehst du nur noch das wunderschöne rote, rosa-rote Leuchten am Himmel und ein blasses Rosa breitet sich über dem dunkel werdenden Wasser aus. Rosa,
die Farbe der bedingungslosen Liebe. Sie breitet sich in dir aus. Sie erfüllt dich. Und sie erfüllt deinen Geist. Und sie lässt dich die Liebe spüren, die hier herrscht. Jetzt weißt du, ja du weißt, dass alles gut wird, dass wirklich alles gut wird. Atme. 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 Dankbar. Es ist Zeit, an den Rückweg zu denken. Geh jetzt bitte wieder zurück zu dem Lichtportal. Spring hindurch, zurück in deine Welt. Und jetzt lenke bitte deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Ruhig und gleichmäßig atmest du nun wieder ein und aus. Und mit jedem Atemzug, den du jetzt tust, kommst du höher und höher zurück in deine Welt, zurück in die Außenwelt, zurück zu mir. Und ganz sanft und langsam kommst du wieder in Kontakt mit der Außenwelt. Du beginnst deinen Körper wieder zu spüren. Die Tagesgedanken fließen ganz allmählich zurück in deinen Kopf hinein. Und ja, du wirst dir deiner Umgebung wieder bewusst. Und erst wenn du soweit bist, ganz langsam, kommst du wieder in dem Raum an, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast. Voller Gottvertrauen. Und dankbar. Nimm dir Zeit. Vielleicht streckst und regelst du dich ein bisschen, um erst dann die Augen wieder zu öffnen und zufrieden und froh wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Und da auf einmal kommt dir der Gedanke: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also teile mit Vater Gott deine Sorgen, rede mit ihm und vertraue und baue auf ihn. Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Namaste.